Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Ja, wir amüsieren uns gerade, weil wir stehen hier an der Feuerplatte und wir machen heute eine relativ coole Nummer. Wir machen heute Teriyaki Flank Finger Steak Stücken. Irgendwie so. Der schicke Titel habt ihr ja schon gelesen. Das ist der liebe Lars von Holzisen Reinicke. Also steht auf seinem T-Shirt. Das ist der, der die Schneidebretter. Die, genau, die Bretter und die scharfen Messer machst du nicht, nee, aber die Bretter und die Halterung dafür. Und die Hüllen und Messerblöcke, alles was zum Grillen ist. Und du bist für immer Grillasyl, wenn ich zu Hause gerade keine Lust habe, dann komme ich mal hier vorbei und darf dann hier grillen. Ja, wir haben hier eine Feuerplatte und wie man das macht und warum und ob wir da Spaß bei haben, werdet ihr gleich erfahren. Viel Spaß! Ja, heute völlig ungewohnte Adresse hier, aber ist ein bisschen heimelig, ne? Also wir brauchen ein paar Zutaten. Ich fange diesmal gleich mit dem scharfen Messer. Ich finde diesen Messerblock so geil. Und Brett an, habe ich hier, hat Lars mir als Gast geschenkt, Tiger Wood, also nicht Tiger Woods, sondern Tiger Wood. Ein schönes Brett, freut mich sehr drüber. Werde ich bestimmt noch einmal verwenden können. Gut, also genug zu diesen Hardware-Dingen. Wir haben hier ein bisschen Grillpfeffer von mir. Könnt ihr auch Salzpfeffer nehmen, was ihr braucht. Oder euch selber mischen, kaufen, wie auch immer. Hab hier ganz cool ein schönes Flanksteak. Das kommt also aus der Rinderseite raus, also hier unten. Also man sagt aus der Flanke. Ein Stück Bauchlappen ist da im inneren Bereich drin. Sitzt am Knochen und hat deshalb einen richtig schönen tiefen Rindfleischgeschmack. Hat ein bisschen mehr Biss als jetzt ein Roastbeef zum Beispiel oder ein Filet. Weil so langfasig ist, aber dafür einen geilen Geschmack. Dann habe ich noch ganz wichtig Teriyaki-Soße und für die Platte ein bisschen Rapsöl und um es nur mal sicher zu gehen, kann ich jedem mal raten, so ein Kerntemperatur-Thermometer. So, jetzt haben wir unser Flanksteak hier liegen und das schneiden wir quer zur Faser und so, ja, also bei dem Stück muss man ein bisschen größer anfangen und dann können wir immer so Fingerstücken, so. Also wirklich so 2-3 cm, dass wir praktisch schon ein schönes Stückchen da rausbekommen. Das machen wir mit dem ganzen Steak. Ja, so ein Steak hat ungefähr 600, 700 Gramm, das ist etwas kleineres. Und da geben wir jetzt so einen schönen Schuss Teriyaki-Soße in so eine Schüssel hin und legen unsere Streifen von dem Flank dazu und werden das da drin ganz kurz 5 Minuten durchkneten. Also jede Minute kneten ist ungefähr wie eine Stunde marinieren, also kannst du 5 Stunden marinieren da drin. Und das Schöne daran ist, dass das Fleisch jetzt schön diesen ganzen Teriyaki-Geschmack und vor allem mit der Sojasauce da aufnimmt und da ist Glutaminsäure drin, also ein natürlicher Geschmacksverstärker und der hebt natürlich den Rindfleischgeschmack nachher auf ein ganz anderes Niveau und macht einen Flank, was ohnehin schon stark der Rindfleisch schmeckt, kickt das nochmal richtig und da haben wir ja richtig Spaß am Mund. Die Platte ist schon mal heiß und ihr seht, anders als meine Platte, die ich zu Hause habe, hat die hier so ein Gestell vor, dass ich durchrollen kann. Finde ich persönlich eine coole Sache, werde ich mir wahrscheinlich auch noch anschaffen. Und jetzt nehmen wir ein bisschen von unserem Rapsöl und fetten mal so ein bisschen die Platte. Ich mache das immer einfach bloß mit dem Spachtel immer langziehen, dass wir so ein bisschen so, ja, so eine leichte Feueraura drauf haben. Der Wind kommt jetzt von hier, deshalb mache ich hier nicht. Ich werde hier nicht, jetzt, oder? Doch, ich mache hier hoch. Kann ich auch ein Sonnenblumenöl nehmen oder muss ich unbedingt ein Rapsöl sein? Kannst du Sonnenblumenöl nehmen. Also es gibt so Leute, die nehmen Olivenöl. Ja, ist dann so. Jetzt siehst du, ein bisschen was läuft runter und dann gibt mal ein bisschen Flamme dazu. Und das ist das Coole bei der Feuerplatte. Also alles Fett, was irgendwo überschüssig dabei ist, läuft nach innen und ja, du hast einfach nicht am Fleisch, sondern zieht einfach da hoch. Also hier ist genug Energie drin. Das heißt, wir können unser Fleisch jetzt draufpacken. Also die sind jetzt schön eh mal anmariniert. Und jetzt packen wir die hier praktisch auf. Und der zischt natürlich gleich schön. Das heißt, ich muss lauter reden. Und werden die praktisch von jeder Seite ja, so ungefähr 3 Minuten angrillen und dann sind die auch schon fertig. Also 3 Minuten und dann immer drehen. Oh, die Teriyaki-Soße, dann denkst du gleich, du bist in einem Asia-Restaurant. Man muss immer so bei Feuerplatten gucken, in der Mitte ist es manchmal auch zu heiß. Und da muss man ein bisschen nach außen ziehen. Wenn wir jetzt hier mal hochgucken, wenn der jetzt gleich Röstung annimmt, ja, der ist an der Stelle zu heiß, ziehen wir ein Stück weiter hoch alles. Da kann man halt mit so einer Feuerplatte richtig spielen. Und sich immer den Temperaturbereich, den man gerade cool findet, raussuchen. Siehst du, der war auch zu nah dran. Und du hast sehr gute Chancen, damit abzunehmen, weil du den ganzen Tag in Bewegung bist. Du rennst den ganzen Tag hier um diese Platte rum. Also wahrscheinlich, ja, man verläuft mehr Kalorien, als man dabei zu sich nimmt. Geil. Und Zeit zu drehen. Spachtel runter. Umdrehen. Dunkel hier oben, diese dunkle Kruste, die hast du natürlich jetzt von dem Zucker aus der Teriyaki-Soße. Das ist kein Fehler, das ist ein Feature. Hammer.
Und du siehst schon, wie die sich zusammenziehen. Ne? Einfach durch den Hitzeschock zieht der Muskel sich zusammen und verändert so ein bisschen seine Form. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Und direkt nach dem Umdrehen haben wir schon 40 Grad in dem Fleisch. Das heißt, wir brauchen ja nicht mehr weiter nachmessen. Wenn hier die 3 Minuten rum sind, sind die Dinger fertig. Das kann ja nicht einfach sein. Das ist ganz normale Physik. Hitze kommt ins Fleisch und irgendwann, wenn es so dünn ist, geht es relativ schnell. Und wenn ich jetzt hier so drücke, das Stück ist schon so weit, wie kommen kann, das ist super. Und dann hast du bei so einer Feuerplatte ja keine Hektik. Du ziehst einfach hier oben an den Rand, weil hier ist noch fast zum Anfassen. Also da passiert im Stück Fleisch jetzt nichts. Und die anderen können dann Ruhe weiter braten. Und du könntest das praktisch mit dem nächsten Gang anfangen oder jetzt hier noch ein paar Kartoffeln dazu tun. Oder was auch immer. Das kann noch ein bisschen. Das ist schon auf einem sehr guten Weg. Das kann noch ein bisschen. Das ist super, das können wir nach oben ziehen. Das kann noch ein Stück. Das darf auch noch. Oh nein, der ist auch gleich so weit. Ja, und dann können wir runternehmen. Ja, und während die Gäste vom Teller essen müssen, kriegen wir die besten Stücken direkt vom Grill. Da sind sie. Wie der Saft gleich rausläuft. Oh, Hammer. Ja, schön. Riecht gut. Oh, genial. Wir haben jetzt ein bisschen Grillpfeffer hier essen, aber... Auch für mich. Oder? Überhaupt nicht. Geil. Also schöner, tiefer Rindfleischgeschmack. Die Teriyaki-Soße kommt ganz leicht durch, aber eigentlich drin ist immer noch im Vordergrund, oder? Ja, und dass die Kamera das mal erfassen kann, so sieht es von innen aus. Also ein ziemlich gültiger Versuch. Und ja, also wenn ihr so einen Flank habt, eine Teriyaki-Soße und eine Feuerplatte. Keine doofe Idee. Ja, feuerfrei. Wenn ihr jetzt keine Feuerplatte habt, ist das nicht so schlimm. Dann grillt er einfach direkt an. Oder auf die Gussplatte. Soll Leute, die sowas in der Bratpfanne schon gemacht haben, darüber wollen wir lieber nicht reden. Unsportlich. Unsportlich, genau. Disqualifikation wegen Unsportlichkeit. Ja, ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, über den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Tschüss.